Servus und grüß Gott, willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play FIFA 16. Heute spielen wir das nächste Spiel, heute am Dienstag. Und wir spielen mit genau derselben Elf wie gestern, weil warum ändern, wenn es geklappt hat? Ja, der Gegner hat kein schlechtes Wappen, aber ja, lassen wir mal so stehen. So, mittlerweile machen wir immer noch bewölkt. Wir lassen dieses Turnier einfach im bewölkten Modus. Der Gegner, ja, gestern, weiß ich nicht. Also, der war schlechter als wir. Das ist heute vielleicht nicht das Optimalste. So, auf Flanken, ja, weil wir einfach die letzten Mal die Flanken völlig verkackt haben. Deswegen dürfen wir jetzt Flanken üben. So, zack, klappt doch. Weiß nicht, was ich hab. Ist doch ohne Probleme. Oder? Ja. Also, ich sehe hier nichts Schlimmes. So, nächste Möglichkeit. Guck mal. Oh, oh, der verpasst den. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Muss man aber erstmal bringen, ne? Muss man aber erstmal bringen, dass du das so verkackst. Aber egal, wir spielen das nächste Spiel, das Viertelfinale dieses Turniers. Der Super League, Superliga? Ja, der dänischen Liga. Wir spielen mit einem rein dänischen Team. Die Mindestvoraussetzungen habe ich, glaube ich, gar nicht vorgelesen oder gesagt. Man muss mindestens 6 Spieler aus der dänischen Liga haben. Ja, es ist natürlich... Das habe ich im letzten Teil auch gesagt. Ist natürlich so ein bisschen doof, wenn du im letzten Monat noch ein rein dänisches Team hast und in diesem Monat in dieses dänische Team nicht jetzt einsetzen könntest, weil du eigentlich ja diese Challenge hast, dass du nur Spieler benutzt, die ne, in diesem Monat geholt worden sind, beziehungsweise irgendwie in Art und geholt worden sind, durch Packs oder sonst was. Ich habe mal irgendwann gesagt, ausgenommen sind Turniere, wo ich sage, so von wegen, es wäre sinnvoll, wenn wir die mitmachen würden, wie zum Beispiel französische Turniere. Das heißt also, wenn wir mit einem rein französischen Team antreten sollten, können wir ja unser Matchday-Team benutzen. Wobei das Matchday-Team ja nicht wirklich mehr so wirklich ein Team ist. So wirklich. Naja. Dementsprechend spielen wir mit dem dänischen Team. Und ganz ehrlich, das passt schon. So, damit willkommen zum zweiten Spiel dieses Turnieres und dann hoffen wir mal darauf, dass wir auch im zweiten Spiel genauso erfolgreich sind wie im ersten. Ja, als letztes haben wir ja Haushoch gewonnen. Heute sollte das Haus und Hof technisch in der Kirche bleiben, das Dorf. Und den kicken wir mal. Den kicken wir mal, wie das denn heute laufen wird. Natürlich, wenn du den jetzt aus der Drehung machst, das ist doch... Ja. Ja, gut. Also theoretisch hätten wir den anders ansetzen müssen. Also wenn wir den dann anders gespielt hätten, also theoretisch als Pass vorher, wäre der wahrscheinlich reingegangen. Und es ist das Außennetz. Ich wollte gerade sagen, und er geht aus dem Winkel ins Tor. Das wäre es. Das wäre es wirklich gewesen, aber leider geht er nicht aus diesem Winkel ins Tor. Schade. Aber so kommt das manchmal. So, gut, gut. Dann gucken wir mal weiter. Ja, SN. SN kennt mich irgendwie. SN, egal wo ich da irgendwie sitze, war auch immer bei der Arbeit. SN ist immer Seriennummer. Ne? Also, ich arbeite ja in einem Apple-Betrieb. Ja, ja, ja. Und das als Buchhalter. Ja, ist aber Bescheid. Okay, aber gehen wir mal lieber hier auf diesen Kram hier. SN. Da muss man erstmal hier, muss man sich dran gewöhnen, dass das ein südkoreanisches Team ist. Mit einer, was für ein Vogel ist da drauf überhaupt? Bestimmt irgendjemand da draußen weiß das wieder. Irgendwer da draußen sagt wieder, es ist so ein Vogel. Ich weiß es leider nicht, was für eine Vogelart das ist. Letztens war das so, dass ich hier mit meiner Frau saß. Zu Hause und auf einmal hat es dann ja gegen unsere Balkontür geknallt, als ob da irgendwie was gegengeflogen wäre. Ich dachte so, naja, vielleicht ist das ja irgendwie so eine Flasche gewesen hier, weil ich habe immer neben meinem Sitzplatz hier auf dem Sofa, ich sitze auf dem Sofa,
So habt ihr noch nicht gesehen. Ja. Oh je. Ja, jetzt fachsimpeln wir über ein Sofa. So, normalerweise hier auf dem Sitzplatz habe ich immer eine Trinkenflasche in der Nähe. Weil man kennt das ja, man spricht so ein bisschen und irgendwann geht's nicht mehr, kratzt es und da muss man natürlich irgendwas trinken. Klar. Mache ich eigentlich immer zwischen den Aufnahmen. Das heißt also, ich beende einen Part, trinke einen Schluck, Part geht weiter, nächster Part. Ich finde das immer so ein bisschen unhöflich, wenn man während des Videos was trinkt. Das ist meine Sache. Obwohl, wenn ich mir mit anderen aufnehme, bin ich einfach immer so unhöflich, dass ich da einfach sage, so von der, ah, schieß drauf. Hat man bei Worms unter anderem gesehen. Haben wir gedacht, schieß drauf. So. Auf jeden Fall dachte ich, dass das die Flasche ist, die neben mir steht. Und kurze Zeit später, weiß ich nicht, so circa 5 Minuten oder 5 bis 10 Minuten später, ist auf einmal was hier am Fernseher vorbeigeflogen und ich denke so, was ist das denn? War das ein kleiner Vogel? Der Vogel hat sich hier in meine Wohnung verirrt. Der Arme. Ja, der arme Vogel hat sich wirklich hier in die Wohnung verirrt, hat sich dann in die Nähe der Albino-Meerschweinchen gesetzt, hat sich die Albino-Meerschweinchen angeguckt, hat so einen ängstlichen Blick gehabt, dieser Vogel. Das war so ein kleiner, Spatz war das. Und ja, ich habe dann überlegt, was mache ich denn jetzt, ne? Weil, ja, der Vogel kann ja nicht hier drinnen bleiben. Und die Meerschweinchen waren auch nicht so begeistert. Also, die waren auch so leicht verschreckt, die sind direkt ins Haus gelaufen. Also, die haben zwei kleine Häuschen aus Holz. Und die sind direkt verschreckt ins Haus gelaufen. Und ja. Also ich hatte dann überlegt, was könnte man machen? Vielleicht irgendwie ein kleines Körbchen nehmen und dann vorbeigehen oder also rangehen an dieses Körbchen, dass der Vogel vielleicht reinfliegt oder was weiß ich, dass wir ihn wieder rauslassen. Nerv ich mich langsam diesen Vogel, ne? Gehe langsam ran, gehe immer näher und näher und auf einmal fliegt der direkt an mir vorbei, direkt wieder raus. Ohne irgendwie, dass ich irgendwas gemacht habe. Ich glaube, der hat den Schreck seines Lebens kassiert, ne, dieser Vogel. Nicht, weil er mich sehen musste, sondern wegen den Meerschweinchen. Weil, ganz ehrlich, ein Vogel kennt doch keine Meerschweinchen, oder? Ja, außer es ist jetzt ein Hausvogel, aber so ein Spatz, der kennt doch keine Meerschweinchen. Der denkt sich auch, was ist das denn? Aliens von anderen Planeten. Keine Ahnung. Oh Gott, also... Von daher, man erlebt immer wieder was Neues. Ja, das war die Geschichte, die mit dem kleinen Vogelchen und hier meinem Thron. Wenn ich jetzt schon hier die Vogelart meines gegnerischen Wappens nicht kenne, dann, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, welcher Vogel das ist. So, der hat sich schön fallen lassen. Das hat man so schön gesehen, dass er hier theatralisch sich fallen gelassen hat. So, Freistoß kommt. Freistoß geht. Das war wohl gar nichts. Aber wir haben zwischendurch mal zwei Tore geschossen. Hatte ich jetzt nicht hier groß gefeiert, weil ich war gerade im Redefluss. Ihr kennt das ja. So, beim dritten machen wir das wieder. Beim dritten feiern wir wieder. Eieiei. So, Einwurf. So, Dalgard. Genauso ärgerte ich mich auch gerade wieder. Also ich bin ja so grundsätzlich so ein Spieler, der wirklich hier voll und ganz dabei ist. Also alle, die mich wirklich privat kennen, die wissen das ganz genau, dass ich hier aber sowas von Vollgamer bin. Im Sinne von, dass ich auch hier voll mitleide, wenn mein Spiel echt schlecht ist. Hat man aber auch zwischenzeitlich auch gemerkt bei meinen Let's Plays, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Flo oder so aufgezeichnet habe, wenn es echt scheiße läuft, dann merkt man das auch direkt an mir, an meiner Stimme, an alles. Und das ist hier das 3:0. Bechmann trifft.
darfst du einmal freuen und einmal hören, die ganzen Kritiker. 44. Minute, 3:0. Sache ist gegessen, würde ich mal sagen. Also wenn wir das Ding hier noch verlieren, dann gute Nacht. Also der Torwart scheint nicht wirklich am sichersten zu sein. Schon beim 2:0 sah er echt schlecht aus. Bei dem hier, ja okay, er kann sich nicht länger machen, als er wirklich ist. Ist einfach so. Er kann sich nicht unnötig länger machen. Geht nicht. So führen wir hier mit 3:0. Ja, da könnte dieser Cup echt easy werden, wenn wir so weiterspielen. Aber wir werden ja noch gleich rotieren. Im nächsten Spiel werden wir wieder hier komplett rotieren. Das heißt, wieder, wir spielen mit unserer anderen Elf. Und ja, ich glaube, ausgenommen der linke Verteidiger, weil unser linker Verteidiger standardgemäß leider verletzt ist und dementsprechend ausfällt, heißt also, dass der unser jetziger Linksverteidiger 3 Spiele hintereinander spielen muss und nicht die klassischen 2. Ich hoffe, der verletzt sich nicht. Wenn doch, ja, 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 dann ist es so. Und im allerschlimmsten Fall werden wir die Spieler ja irgendwie in irgendeiner Hinsicht noch heilen. So, also 3:0 Führung. Klappt doch. Ist doch alles im grünen Bereich. Was man mir auch vor kurzem gesagt hat, ich hatte ja kategorisch abgelehnt für FIFA 17, was für die PlayStation 4 hier kommt, Ultimate Team zu spielen. Theoretisch könnte ich ja so kleine Serien machen, hat man mir vorgeschlagen. Also, wenn ich grundsätzlich Ultimate Team ablehne, dann meine ich das auch so. Also, es ist nicht so, dass ich sage so von wegen, hey, ich lehne das ab und hey, ich mache doch kleine Serien. Also ich bin mal so überhaupt nicht davon überzeugt. Also so kleine Serien, man hat mir vorgeschlagen, wie zum Beispiel, dass ich dann so welche kleinen Turniere wie dieses hier sozusagen zusammenschneide und dann hochlade und dann sage, hey, ich habe einen Pokal gewonnen. Hey. Ja. Nein. Und man hat auch dann daraufhin auch gesagt, so von wegen, ja, das kannst du auch irgendwann mal machen. Also beispielsweise nicht so jeden Tag, ne, weil jeden Tag ist auch doof. Eher so, weiß ich nicht, einmal die Woche, keine Ahnung, Freitag oder so. Wo ich mir so denke, so, ja, sicherlich ist das eine interessante Sache, sicherlich ist es eine gute Sache, aber dafür bin ich ja auch noch verantwortlich, ob dann diese Turniere überhaupt draußen kommen. Ja, B, ist die Sache, was für Turniere wir dann spielen, ob wir dann Turniere spielen oder Turniere im Sinne von benutze nur, dass ihr da draußen sagt, so von wegen, benutze nur Spieler, die ein L in ihrem Namen haben. Ja, also von daher, das ist natürlich, das ist auch dann die Frage, wo soll das L stehen theoretisch? Soll das im Nachnamen stehen, soll es im Vornamen stehen oder was weiß ich? Natürlich gibt es auch so eine Challenge, so von wegen August-Challenge, benutze nur Spieler, die im August Geburtstag haben. Ja, sowas zum Beispiel mal mache ich manchmal gegen den Blooper-Guy, dass wir einfach gucken, so von wegen, welcher Spieler hat denn im August Geburtstag, weißt du? Da bescheuert. Aber dadurch lernst du dann auch irgendwelche anderen Spieler kennen, die du dann, weiß ich nicht, irgendwie benutzen kannst für deine Karriere, was weiß ich. So habe ich auch Jermon kennengelernt eigentlich. Dass der eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Und das war eine Riesenchance. Eigentlich sollte das eher so eine Flanke werden, aber gut, ist mir auch recht. Wenn der dann so reingeht, im Abschluss ist mir das auch recht. Nächster Wechsel beim Gegner. Ja, so welche Challenges, weil, weißt du, aber nee, wir machen nächstes Mal Stadionturnier, wir machen nächstes Mal das, ja, neben dem Stadionturnier machen wir auch Trainermodus und auch der Spielerkarriere und den EA Cup. Ich hatte ja gesagt, dass ich vorhatte, 2 EA Cups zu machen. Ich habe mich umentschieden auf einen. Liegt einfach daran, dass ich mal denke, dass wir erstmal abwarten, wie der EA Cup ankommt, ob er überhaupt ankommt oder nicht. Ich kann ja jetzt nicht sagen, so von wegen, hey, wir machen 2 und dann Abschluss sagt ihr, was für eine Scheiße war das denn? Also, bringt nichts. Ah, schade. So, wird gefoult, gibt keinen Freistoß. Liegt daran wahrscheinlich, weil unser Spieler den Ball als letztes berührt hat. Und dann der Schiedsrichter wieder mal sieht, nein, das ist kein Foul. Was willst du von mir? Ein Foul? War das? Ja, war doch. Nein, es ist nicht. Also von daher passt schon. So, natürlich hat man mir auch gesagt, dass ich auch mal so Specials machen kann. Bezüglich Special-technisch. Gibt einige Let's Player, die sozusagen den Stundenteil hochladen. Ja gut, also ich habe auch Stundenteile hier hochgeladen, sagen wir es einfach wie es ist.
An Abschluss haben sich das nicht so viele Leute angeguckt. Vielleicht liegt es daran, dass es vielleicht nicht das Interessanteste war. Vielleicht aber doch. Unter anderem, ich glaube, das längste Video, was auf diesem Kanal ist, ist mit dem Flo, der bei Flo zockt. Ja, das war ein Vorprojekt von Flo's Kanal, den ich glaube ich hier so oft promote. Es gibt gar nicht. Aber, ihr wisst Bescheid. So, und ich glaube, das war sogar das längste Video hier, ausgenommen von den Teilen Highlight-Videos hier. Tor des Jahres. Tolles Let's Plays. Ich denke mal, das ist davon halt ausgeschlossen. Ja, ja. Wobei, ich habe letztens gesehen, dass jemand noch bei FIFA 13 sogar beim Tor des Let's Plays nochmal eine Stimme abgegeben hat. Weißt du, das ist schon längst vorbei. Wir sind bei 16. Es gibt nichts mehr 13. 13 ist schon vorbei. Tor des Let's Plays ist schon längst gewählt. 15 hatte ich das ja auch ausgerufen, aber irgendwie, ja, die Wahlteilnahme war so gering, dass ich mir gedacht habe, nee, dann lassen wir es sein. So, wenn er dafür keinen Elfmeter gibt, dann bitte. Also, dann wäre es sehr traurig. Er gibt den Elfmeter. Er muss ihn geben, weil ganz ehrlich, so schlimm kannst du den doch nicht umcatchen. Ja, gibt dafür Gelb. Ist natürlich extrem, extrem freundlich. Wir schauen uns das hier nochmal an. Ja, okay, andersrum, er hat den Ball gespielt, aber wie er den dann umnietet, das ist schon interessant. So, Elfmeter. Wir machen das einfach mal jetzt ganz trickreich. Genau, einfach rein. Einfach nur rein. Genau, einfach nur rein. Manchmal kann das auch mal so positiv laufen. Ich hatte am Anfang überlegt zu lupfen, hab dann kurz überlegt, na, lupfen, der bleibt stehen. Ist auch vollkommen richtig, er ist stehen geblieben und dementsprechend habe ich dann lieber doch leicht in die Ecke geschossen, so in die klassische Ecke, wo wir eigentlich grundsätzlich immer hinschießen. Dankeschön, das ist das. 4:0, also anscheinend wird das hier heute genauso laufen wie gestern. Oder auch nicht, je nachdem. Auch nicht. Tjo. Und sonst so bei euch so. Oh Gott, also es ist soweit in Ordnung. Wir gucken jetzt einfach mal, gegen wen wir denn im Halbfinale ran müssen. Ob der Gegner im Halbfinale schwieriger wird, ich hoffe nicht. Also, wenn wir hier ein lockere, leichtes Turnier haben, dann ist mir das auch ganz recht. So kriegen wir relativ leicht Münzen, die wir ja theoretisch lediglich für Vidal holen. Ja, ich weiß. Hat ja vor, Vidal zu kaufen. Also, theoretisch, ne, falls ihr einen Vidal haben solltet, trotzdem Geld haben wollt, so ein bisschen, und nicht über den Marktwert der Standardmarktwerte sind, denn ich frage den Blooper-Geige und setze ich mittlerweile bei Ultimate Team, wenn irgendwie was ansteht, so von wegen, ah, Spieler kaufen, ich hätte Interesse an, dann sagt er mir eigentlich den durchschnittlichen Grundwert, den durchschnittlichen Wert eines Spielers, wie man den am besten kaufen kann, und wenn der Wert gleich wäre, beziehungsweise darunter wäre, würde ich natürlich von euch eher kaufen, als von irgendwem, vom Hans und Franz, wisst ihr Bescheid. Dalgard trifft, das ist das fünfte Ding, also das ist irgendwie heute nicht sein Tag. It's not your day, Keeper, not your day. Also, 5:0. Ja, so kann es auch manchmal laufen. Also, ne? Ja, und das kann auch so laufen. Nächste Möglichkeit hier. Direkt gegen den Mann. Also, so doof kannst du nicht sein. Aber das ist meine Spielweise. Das ist das, warum ich kein Pro-Gamer bin. Weil, ganz ehrlich, luchst dem Typen den Ball so easy ab. Ohne große Komplikationen. Und mache überhaupt nichts draus. Also, das ist natürlich wieder mal typisch. Typisch immer. Und immer wieder aufs selbe, aufs Neue. Da merkt man, dass es hier noch alles echt ist und nicht irgendwie hochtrainiert worden oder was weiß ich. Ja, nee. So weit kommt's noch. Dass ich für hier für Let's Plays trainiere. Ist richtig. So. Weil dann hast du ja dieses Echtheit nicht. Also, das ist bei vielen Let's Playern mittlerweile diese Echtheit einfach nicht mehr. So. Finde ich ein bisschen traurig. Aber so ist das eben manchmal. So ist das eben manchmal. Manche wollen halt mit YouTube ihr Leben verdienen, ihr Geld, was weiß ich. Ich nicht. Ich verdiene ja bislang immer noch keinen Cent an diesen Videos. Und das ist das 6:0. Und irgendwie tut es einem schon fast schon leid. 6:0. Also, Torwart
ja, der ist heute wirklich nicht auf Höhe. Der hat einfach heute keinen guten Tag, das habe ich eben schon gesagt. Aber er hat ihn einfach nicht. Er hat ihn einfach nicht. Und da bleibe ich. Das ist das 6:0. Also unser Team hat heute hier sehr viel zu feiern gehabt. Dann hat Abschluss sehr viel Freude hier mit dem Gegner gehabt. Ja, warum dann mal nicht? 6:0. Hoch, aber verdient, würde ich mal sagen. Oder? Ja, maximale Torausbeute kann man auch so nennen. Spieler des Tages ist Bechmann geworden. Auf der anderen Seite, ja, das war jetzt gar nichts. So kann es manchmal laufen, ne? 693 Coins kriegen wir dafür. Und haben auch wieder mal so viele Torschüsse drauf gehabt, dass du einen Abschluss auch wieder nichts draus genutzt hast, ne? Also theoretisch mit so vielen Torschüssen, theoretisch ihr da draußen hättet zweistellig gewonnen. Ich weiß, aber trotzdem. Wir spielen als nächstes gegen einen norwegischen Aspiranten. Ich hoffe mal schon. Ich hoffe norwegisch. Und im anderen Duell ist es, glaube ich, ein schwedisches Duell, ne? Also heißt, wir spielen einen Abschluss gegen ein schwedisches Team. Ist in Ordnung. Und ja, dann rotieren wir nochmal und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Ihr wisst ja, wo ihr mich hier findet. Und ja, ich werde hier schon nicht so schnell weglaufen. Also zumindest nicht die nächsten Monate. Ich hatte ja noch vor ein paar Monaten zu Let's Playen, aber mal gucken, wie lange. Nicht, dass ich jetzt hier aufhören will morgen. Nein, keine Sorge. Also morgen wollte ich jetzt nicht aufhören. Aber ich denke mal, also es gibt ja so eine magische Regel, das hat man mir nämlich vor kurzem erzählt, ne? Es gibt eine magische Regel bei Bands, wenn du 15 Jahre als Band da bist und nach 15 Jahren keinen Erfolg hast, dann solltest du dich auflösen. Ja gut, also so weit haben wir es noch nicht, wir sind noch nicht in dem 15. Jahr drinne und ich glaube, ich bin auch noch keine Band und ich will ja auch nicht den heißen Erfolg haben. Ja, unser Linksverteidiger muss leider durchspielen, das ist einfach leider traurig, wie es ist. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Wenn ihr mögt, schaltet ein. Wenn nicht, wie gesagt, dann nicht. Ich kann niemanden dazu zwingen. Bis morgen, nachher, wann auch immer. Ciao.